Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das ist der Kanal Jivaka World. Ja, und jetzt bin ich angekommen im schönen Polen. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Genauso, wie ich es verfügt habe in dem Film von gestern. Den kannst du dir mal angucken, wenn du möchtest. Der heißt Goodbye Deutschland. Und in diesem Film habe ich genau erklärt, was du tun musst, wenn du deine Ziele erreichen willst. Und ich habe jetzt mein Ziel erreicht, und zwar genauso, wie ich es verfügt habe, unabhängig davon, was gerade in der Welt läuft. Unabhängig davon, ob die Grenzen auf sind oder zu, ob die Polizei rumfährt oder der übliche, mittlerweile übliche Wahnsinn abläuft oder nicht. Meine Verfügungen heißen zum Beispiel, ich bin unter allen Umständen unsichtbar für jegliche Ordnungshüter aller Länder und Nationen. Das ist ein sehr praktisches Programm. In meinem Fall, so wie ich lebe. Ich bin immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das sind mal so ein paar Basisverfügungen, die in meinem Fall wichtig sind. Naja, und wie gesagt, schau dir ruhig den Film, gerne den Film von gestern an. Dann wird sich das aufklären, was das mit diesem Film hier auf sich hat. Denn der ist eigentlich nur eine Beweisaufnahme davon, dass ich mit diesen Mitteln arbeite und dass sie für mich funktionieren. Ja, die Musik am Anfang war keine Om-Musik, nee, es war Motorhead. Und das ist genau die richtige Musik, die mich wach hält, wenn ich solche langen Fahrten mache. Ich bin gestern Abend losgefahren, ich denke so um 8:30 ungefähr. Jetzt ist es 8:30 Uhr am Morgen. Es sind noch vielleicht 1:20 bis Gdynia. Und dann werde ich davor fahren, so wie ich es verfügt habe, mich auf den Parkplatz stellen, in das schöne Haus gehen, mich in die Badewanne legen. Und frühstücken. So habe ich es verfügt. Und so ist es. Und es kam aus meiner Vorstellung. Und was ich getan habe, ist mit Disziplin meine Aufmerksamkeit auf meine Vorstellung gelegt und sie dort gehalten. Ich habe mich nicht von Zweifeln wegziehen lassen, sondern ich war eins gerichtet. Und das ist genau das, was erforderlich ist, wenn du deine Ziele erreichen willst. Das ist alles, was du brauchst. Eine klare Vorstellung. Du musst wissen, was du willst. Du musst wissen, wie die Erfüllung deines Zieles aussieht. Und wenn du das weißt, dann wirst du auch wissen, wie sie sich anfühlt. Aber erstmal musst du wissen, was du willst. Und dann, je nachdem, wie es um deine Eindeutigkeit bestellt ist, je nachdem, wie es um deine Disziplin bestellt ist, wirst du deine Ziele erreichen, so wie du sie verfasst. Verfügt hast. Das ist das ganze Geheimnis. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann empfehle ich auch in diesem Film, wie immer, das Buch der Macht. Denn in diesem Buch ist alles dargelegt, was du wissen musst, wenn du deine Ziele erreichen willst. Das ist mal die Grundlage. Und auf der Grundlage deiner erfüllten Vorgaben
Da wird natürlich, ganz natürlich, das Vertrauen in die Macht wachsen, die du bist, die in dir steckt, die durch dich zum Ausdruck kommt und die durch deinen Willen gesteuert werden kann. Das soll an dieser Stelle genügen. Ich habe meinen Dienst für heute getan. Wünsche euch alles Gute und freue mich auf unser Wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.